Hallo Leute, die täglichen Herausforderungen für Mittwoch, den 14.8. sind da. Wir müssen amerikanische Biberhäuten, Federn verkaufen, 5 Stück, Gesetzeshüter entkommen, einmal Klettwurzeln sammeln, Rennen unter den ersten drei abschließen, Spieler in Showdowns aus der Hüfte töten und Spieler in Showdowns getötet, während Dead Eye aktiv war und das dreimal. Zufällig stand sie heute früh natürlich in der Nähe von Klettwurzeln. Und das ist hier ein bisschen eine andere Location. Sonst haben wir ja immer Little Creek River bei Hanging Dog Ranch oder den Dakota River. Aber hier unten findet man auch Klettwurzeln. Und wen es interessiert, für das Bandenversteck habe ich gleich mal die Uhrzeit mit dazu genommen, weil ich sammle nämlich die Uhrzeiten von Bandenverstecken. Und da wird es in Zukunft noch Videos geben, aber hier Verbreitungsgebiet Klettwurzeln, also gutes Verbreitungsgebiet Little Creek River und Dakota River, links und rechts am Ufer zu finden, sollte kein Problem sein. Und den Gesetzeshütern zu entkommen, ist auch easy und einfach. Insgesamt haben wir heute eigentlich wirklich leichte Aufgaben. Gestern waren auch leichte Aufgaben. Ich habe mit allen vier Spielfiguren das Maximum gestern rausgeholt und alles abgeschlossen. Nur mit dem Bogen hatte ich manchmal Probleme im Showdown, weil es hatte oft nicht gezählt. Einmal musste ich achtmal einen mit Bogen abschießen, bis es einmal gezählt hatte. Das war schon krass, aber letztendlich ging es dann. Und Gesetzeshüter entkommen ist natürlich auch easy. Das ist hier natürlich der Obangila-See und habt ja auch eine Uhrzeit dazu beim Biber. 11:52 Uhr könnt ihr hier am Obangila-See auch Glück haben. Es ist nicht immer gesagt, es kommt auch darauf an, wenn es jetzt gerade stürmt und regnet, dann könnt ihr die Uhrzeit zum Beispiel vergessen. Vor allen Dingen bei Vögeln habe ich gemerkt, wenn es regnet, könnt ihr die Uhrzeiten absolut vergessen. Dann sitzt der Adler nicht auf seiner Felsplatte dort oben. Dann ist er nicht zu finden bei Regen. So, 12:06 Uhr war das hier am Obangila See in der Nähe von Strawberry. Und dann habe ich natürlich die andere Beaver Location für euch. Das ist hier am Camassa River natürlich. Und das ist eine Archivaufnahme. Und die Uhrzeit müsste auch gleich eingeblendet werden. Normal denke ich jetzt immer dran, dass die Uhrzeit eingeblendet wird. Und jawohl, 8:28 Uhr am Camassa River. Dort ist die Biber Hochburg sozusagen. Und Federn verkaufen ist auch easy. Ich sag mal, ciao.